willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality auf der Grünfelder Land. Oh Gott, dieser Anhänger! Dieser LKW! Die Schaltung, die Lenkung, alles! Ah, Katastrophe! So! 20.000 Schweine, 20 Schweine, so rum. 20 Schweine haben wir beim Metzger abgeliefert. Wie gesagt, wir bringen jetzt schnell den LKW zurück. Und dann werde ich mich nach Hause begeben. Hier irgendwo, wenn nicht, dann stelle ich einfach den LKW hier. So, gut ist. also ab nach Hause. Anmachen. Das Tor zu machen. Gut, und morgen werde ich dann noch das dritte Feld ansehen. Und dann müssen wir in den Wald fahren. Vielleicht müssen wir bei den Hühnern noch ein paar Eier auf die Seite stellen. Jetzt heute Abend. Dass die dann keinen Platz mehr haben. Alter, der hat so einen Drehmoment, das gibt's gar nicht. Mal jucken hier. Ja, der läuft schon ziemlich gut. Bremsen auch perfekt, ey. Zum Glück. So, jetzt gehen wir gerade noch schnell bei den Hühnchen gucken, ob wir da ein paar Paletten auf die Seite stellen müssen. Ja, wäre gut, ne? Da ist das Ding. Oh, nice. Was hat denn der für einen Sound?
sicher. Da ist, glaube ich, ein Turbo drin. Wie der pfeift. Sogar ein bisschen mehr Beleuchtung hier. Alles ausgeleuchtet. Super. Hier los. So, den werden wir uns aber morgen bei Tageslicht nochmal genauer anschauen. Macht auf jeden Fall schon einen sehr guten ersten Eindruck. Brachial. Ah, schön. Oh ja, aber aufs Sofa. Bin ich gestern als ich auf dem Sofa eingeschlafen, ey. Mein Rücken, ey. Gleich mal ein Computer hier. Mal gucken, was der Metzger sagt. Ja, sind noch nicht ganz fertig. Bisschen Verlustgeschäft, so wie es aussieht. Wir hatten ja 3800 Würstchen hatten wir noch vorrätig und 3000 Liter Steaks. Man könnte so ein Käffchen machen hier. Lecker. So, aber ich wollte mir eigentlich... Oh. Ding hier noch genauer angucken. Wir sind ja gestern Abend mal eine kurze Runde gefahren.
sieht ja schon mega aus. Nice, nice, nice. Richtig cool, auch mit dem schwarzen Stoll, Frontlader, und hier hinten müsste irgendwo noch das Gewicht stehen. Das ist jetzt auch schwarz. Und eine Sache, die ich mich frage, ist, wo ist eigentlich meine Dolly abgeblieben? Habe ich die überhaupt noch? Ich muss mal gerade in die Fahrzeugscheine reingucken. Ja, ich habe noch theoretisch irgendwo eine Dolly stehen. Vielleicht bei dem Mario. Oh. Oh. Nice. Das sieht doch richtig nice aus. Hammer. Schick. Schick, schick, schick. Hier ist die Poltergabel. Wo ist meine Dolly abgeblieben? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich fahre jetzt mal zum Feld mit dem Glas hier nochmal. Und dann wird man das Feld noch ansehen. Damit wir da auch durch sind dann. Aber wo die Dolly ist, das würde ich schon gerne wissen. Steht die im Wald? Das könnte sein. Könnte tatsächlich im Wald stehen. Im Sägewerk, nicht im Wald. Hoffe ich mal. Weil ich würde eigentlich. Ich würde eigentlich mit dem JD. Ich muss noch dumm gehen wieder. Ich wollte Dünger holen. Ja, können wir immer noch machen. Ich wollte mit dem JD nämlich eigentlich im Wald fahren. Damit. JD, Frontlader, Gewicht, Dolly und den Holzanhänger. Eigentlich wollte ich da so in den Wald fahren. Wobei die Frage ist, ob es nicht sinnvoller wäre, mit dem LKW hinzufahren, aber dann muss ich wieder zurücklaufen und. Das ist dann eigentlich unnötig. So, was haben wir hier? 123. Das GPS aber kurz mal gesponnen, ey. 120? Machen wir 120.
So. Ja, eigentlich wollte ich so im Wald fahren mit dem JD. Aber weiß nicht. Müssen wir uns mal noch überlegen. Eigentlich wäre es schon gut, wenn ich direkt mit dem Gespann im Wald fahre. Okay, da ist jetzt ein Streifen, der ist nicht gedüngt. Muss man gleich nochmal drüber fahren. Der ist halt so, das Feld ist nicht ganz quadratisch oder rechteckig. Darum ist das halt so. Da ist sogar mehr, wie ich gedacht habe. Okay. Naja, passiert. Ich hoffe jetzt nur, dass ich das Feld noch schnell genug fertig kriege. Ich muss ja die anderen Felder auch noch mal drüber düngen. Oh. Soll ich das formen? Ja, eigentlich schon. Eigentlich soll ich das vorm Wald machen. Aber ich muss auch noch Dünger vorher kaufen. Und eigentlich habe ich dafür kein Geld. Klingelingeling. Hallo, ich bin Norman. Jo, Volker hier, servus. Du, wie viel kriege ich denn für 10.000? Wie viel Dünger? Also 10.000 Euro? Jo. Gute Frage. Ja, das also, ist brutto oder wie? Hm? Brutto. Ja, klar, brutto. Nicht, also 8.000, bei 8.000 Liter würde es 10.500 sein. Und 5.000? 5.000 Liter? Hm. 6.600. Okay. Gut, dann komme ich wahrscheinlich morgen vorbei und hole 5.000 Liter. Okay, was? Ah, vielleicht wird es auch Samstag. Mal gucken. Jo. Gut, bis dann erstmal. Ciao. Okay. Ja, mehr als 5.000 ist gerade nicht drin von den Finanzen.
muss man halt auch einkalkulieren. Ich bin am Überlegen, was wir als zweite Ernte hier dann nochmal draufhauen. Weizen werde ich nicht nochmal brauchen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber jetzt bedanke ich mich bei euch erstmal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über ein Like, Abo oder einen Kommentar freuen. Schaut gerne morgen wieder rein bei der nächsten Folge Real Farming. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.